Moin, herzlich willkommen hier zurück zur dritten Ausgabe. Experience verliert gegen spielt gegen Friesenjung. Ja, heute ist Donnerstag. Wie gesagt, dritte Ausgabe, nicht Aufgabe. Es sei denn, Experience möchte aufgeben, aber dann wäre es ja die erste Aufgabe und nicht die dritte. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Wir sind dabei, hier zu spielen und ich will gar nicht lange labern, sondern wir fangen an. Mein Wario steht im Graben und ja, ich sag dann mal ciao, bis später. Tschüss. Jo, dann gutes Gelingen. Ja, wünsche ich dir auch. Wieso sage ich eigentlich immer tschüss, wenn wir anfangen? So ein Quatsch, ne? Also. So, dann holen wir den mal eben hier raus. Warum auch immer der jetzt ins Wasser gefahren ist. Er hat schon wieder durchdrehende Reifen. Gut, hätten wir mehr Vorgewende machen müssen. Nächstes Mal wissen wir das. Was ist denn mit dem los? Wieso fährt er denn hier wie fressen und saufen? Was ist denn mit dem? Ich meine, der Kurs ist doch vernünftig eingefahren. Aber Jens, hast du sowas schon mal gehabt? Ich habe hier einen Kurs. Ich habe hier hinten so einen Ballentwickler dran. Ich habe einen Courseplay-Kurs. Wo ist denn hinten? Ja, hinten an meinem Traktor habe ich einen Ballenwickler dran. Und ich habe einen Überführungskurs und der fährt einfach mal nicht auf Kurs, der fährt einfach mal 5 Meter daneben. Habe ich auch gerade festgestellt. Ich denke, es wird wahrscheinlich noch so leichte Fehler im Multiplayer geben, was das Ganze angeht. Ich versuche auch zum Beispiel hier meinen Schwadrollator loszuschicken und er fährt einfach nicht. Ah. Also, ich wurde auch schon vorgewarnt aus der Community und da sagten die auch so von wegen, es würde halt noch das ein oder andere Problem geben, was Cosplay betrifft. Aber ich denke mal, wenn man erstmal den Dreh raus hat. Ja, vor allem, ich habe gerade denselben Kurs gefahren mit einer Ballenpresse hinten dran, das war fehlerfrei und jetzt habe ich diesen Ballenwickler dran und der macht einfach nur Dreck. Okay. Aber kein Versatz drin oder gar nichts, oder was? Nee, kannst du beim Überführungskurs ja nicht. Da kannst du ja nicht mal Versatz. Überführung, ja, stimmt, ja. Genau. Das ist es ja. Verrückt? Ja. Nervig. Fährt einfach mal irgendwo hin. Fährt wieder voll in die Grütze. Voll in die Grütze rein. Ja, ich habe jetzt auch bei ihm gesagt, er soll am ersten Wegpunkt loslegen und er fährt ganz weit weg. Strange. Ich glaube, er wollte zu dir. Er versuchte nämlich dann einfach hier so den geraden Weg zwischen seinem jetzigen Standort und ja, dem Feld Nummer 4, wo du zugange bist, wahrscheinlich ja, mal zu fahren. Ich weiß es nicht genau. Ist schon manchmal merkwürdig auf jeden Fall. Ja, also es funktionierte schon mal besser im Multiplayer, das Cosplay. Aber hey. Ich generiere mal. Ja, mach mal. Frisch generierte Kurse mag er auf jeden Fall lieber als alles andere. Und jetzt hakt's bei mir. Okay. Ah, es geht weiter. Sag mal, mit diesem Ballenwickler, der hier beim Spiel, also den du ja dir auch gekauft hast, wie ist denn das da mit Folien? Müssen wir die manuell nachfüllen oder ist das automatisch? Nein, das ist automatisch. Okay, alles klar. Konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass sie das irgendwie manuell da programmiert haben, aber
Man weiß ja nie bei Giants. Ja, da ist alles möglich. Definitiv. Ja. Aber ich weiß, was du meinst mit ersten Wegpunkt und so. Ich habe das hier auch. Ich habe hier gerade einen neuen Kurs geladen und der fährt irgendwo, ne? Wobei, na, jetzt könnte es funktionieren. Ja, ich schau mal, ich beobachte mal. Ja, ist schon merkwürdig auf jeden Fall, ne? Ja, definitiv. Ne, mager nicht. Das schmeißt uns natürlich um Stunden zurück, wenn hier so Überführungskurse nicht funktionieren. Das ist natürlich scheiße. Aber ich glaube nicht, dass es an der Map liegt. Ich glaube, dass das einfach an Cosplay liegt. Ja, du hast ja auch eine alte Version hier drin, ne? Achso, die 14? Wieso habe ich denn die 14 drin? Wieso habe ich denn nicht die 16 drin? Also 16 ist die, die ich sonst benutze eigentlich, aber okay. Ja, wir können ja zur Not auch ein Rollback machen auf eine andere Version und einfach mal ein bisschen was durchtesten oder so. Ich weiß es halt nicht. Müssen wir mal schauen. Ja. Ja, warum auch mal, das ist echt. So, ich würde gleich mal berechnen. Dauert noch eben eine Sekunde. Zwar jetzt. Und dementsprechend auch gleich verschieben. Jojo.
Ich generiere auch nochmal. Jo. Ich erstelle mal einen geschmeidigen Ordner. Ja. Ja, so haben wir hier wenigstens eine Anzeige, wo ich langfahren muss, auch wenn Cosplay sich da nicht dran halten mag, warum auch immer. Nervig, kostet Zeit. Um 18 Uhr macht, glaube ich, die Brücke zu, oder? Also macht die auf. Sollen wir mal schauen. Achtung, ich generiere. Ja. Ja, das Schöne ist ja, man muss das ja nur einmal machen. Das ist am Anfang ein bisschen nervig, denke ich mal. Und wenn das dann halt immer so zwischendurch die Meldung kommt mit, oh, ich bin am Generieren, ich mach dies, ich mach das, ich mach jenes. Aber wenn wir es erst einmal drin haben, dann geht's ja. Ja, genau. Dann wird das nur nochmal, wenn man dann nachher vielleicht irgendwie andere Arbeitsbreiten hat oder so, dann muss man normal machen. Aber ansonsten sehe ich das ähnlich. Das ist überschaubar. Ah! Shit, da ist ja ein Graben. Da kann ich ja gar nicht langfahren. Ja, das wird eng, ne? Ja, vor allem, weißt du, ich war auf dem Weg Richtung Feld. Ich denke, oh, cool, das Feld ist genau gegenüber hier von der Einmündung. Fahre ich einfach geradeaus und oh, fuck, da ist ja ein Graben. Ach, warte mal, was mache ich in deinem... Verdammt! Ja? Verdammt, was machst Lass du? Lass dich doch da stehen. Fuck! Was machst du? Ich bin in dein was Auto eingestiegen. Du? Warum? Welches Auto? Der fertig war. Dein Rasenmäher. Ach so, ja. Warum tust... Weil ich's konnte. Ja, Mann.
Echt hier. Spielt mit allen Mitteln, der Jens. Ja, man darf ja halt nichts unversucht lassen, ne? Muss man ja gucken, wo man bleibt. Ach, ich dreh durch. Jetzt habe ich mir einen neuen Anhänger gekauft, jetzt ist der zu hoch für den Mähdrescher. Es ist halt kein 700er Lexion, ne? Nee, leider nicht. Ah, der Henne hat ja noch eine halbe Stunde auf. Naja, mit Trick geht's auch so, aber dann kann ich keinen Cosplay-Abfahrer einstellen. Falls du irgendein Ziel voll haben solltest, ne, dann sag gerne Bescheid. Ich sag das dann auch. Ja, ja. Oh Mann. Dann wollen wir mal. Arias ist das.
dann wollen wir das Feld mal pflügen. Ich würde mal einen Kurs berechnen. Berechne, ja. Und natürlich verschieben. Ja, schon gemerkt. Nee, verschoben habe ich noch nicht. Das mache ich jetzt. Ach so. Jetzt habe ich es verschoben. Oh Leute, die Zeit rennt. Es sind nur noch 7 Minuten. Er kommt hier irgendwie mit den Kursen komplett irgendwie durcheinander scheinbar. Ich lade jetzt einen Kurs bei mir, der heißt Feld 10, Hofsilo. Ja. Er zeigt mir hier den Kurs eigentlich auch richtig an im Display, also auf dem Bildschirm, so mit Startpunkt ja. Und Stopppunkt und so. Zeigt mir aber unten im Cosplay, zeigt er mir an, er hätte den Kurs Hofhändler geladen. Ja. Da ist auch schon wieder ein Kurs von mir abhanden gekommen. Vom Hof zum, vom Hof zum Händler, nämlich, der fehlt mir. Ja, und den zeigt ihr mir jetzt an. Wenn ich aber hier sage, ich lade den Kurs, sag schnell, wie heißt er denn jetzt? Ich lade den Kurs Feld 10 Hofsilo. Ja, und wenn ich jetzt bei dir in dem Ordner gucke, da ist nämlich vom Hof zum Händler drin. Sehr ja, merkwürdig. Bei mir aber zum Beispiel nicht. Ich verschieb den mal. Das ist echt merkwürdig. Ich denke mal, das werden die Probleme sein, die worauf wir dann hingewiesen wurde, dass es halt zu Differenzen beim Einsatz von CP kommen kann. Ja, aber ganz gewaltig. Ich würde auch sagen, da gucken wir dann vielleicht sogar jetzt nach dieser Aufnahme mal, ob wir nicht eine andere Version finden. Und dann starten wir das dann nochmal. Weil so wird's schwierig. Nur zu zweit.
Das erklärt natürlich auch, warum er frisch generierte Kurse, warum er das versteht, weil die sind bekannt. Die sind, die sind gerade im Speicher, praktisch im Arbeitsspeicher wahrscheinlich oder so. Und die anderen holt er von der Festplatte und vertauscht aber irgendwas. Was ich mich ja frage, ist, hast du schon mal irgendwo rausgefunden, wo die auf dem Server abgelegt werden? Habe ich noch nicht drauf geachtet, ne. Weil es gibt keinen Ordner irgendwie, wo die Dinge abgelegt werden. Also zumindest halt jetzt nicht so in der Struktur, wo man halt reingucken könnte. Sei es jetzt unter dem Web-Client, wenn du da halt irgendwelche administrativen Einstellungen machst, mit Mods hochladen etc. Oder sei es über FTP. Also ich habe da noch nichts gesehen. Weil ich hatte nämlich mal geplant, eigentlich alle Kurse soweit mal offline einzufahren und dann einfach hochzuladen, aber du findest keine Möglichkeit, wo die Kurse abgespeichert werden. Ah, okay. Ja, das habe ich jetzt schon von mehreren jetzt gehört. Die Sachen, aber Nitrado zum Beispiel, also der Server hier ist jetzt bei Nitrado, da gibt es wohl die Möglichkeit, da kann man Nitrado schreiben und dann spielen die einem die Cosplay-Kurse hoch. Ach, echt? Ja, müssen die ja irgendwo versteckt nochmal rumliegen, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich habe jetzt zum Beispiel auch das Problem, ich hatte hier ein Fahrzeug, meinen Agro-Star, der hier genäht hat. Ich bin da eingestiegen und will den jetzt wegfahren und ich kann nichts machen. Also er sagt mir auch nicht, er sagt mir nicht, dass das ein Kurs geladen ist. Ja. Aber ich könnte mal einen Kurs laden und den dann wieder, ja, das ist ja so ein bekanntes Problem da wahrscheinlich. Ich probiere mal was aus. Jetzt habe ich hier auch zweimal Grasfeld 4 Mähen drin. Einmal wahrscheinlich deinen Kurs und einmal meinen Kurs. Das ist irgendwas ganz komisch. Das stimmt allerdings, ja. Alter, du musst ja jeden Scheiß hier kaufen und freischalten, ey. Ich raste aus. Ich habe jetzt eine wunderbare Ladung Holz, ne? Ich weiß nicht, wohin damit. Scheiße. Unglaublich. Ja, so ist das. Kaufen, kaufen, kaufen. Ich fange jetzt auch keinen neuen Kurs mehr an. Ich würde sagen, wir machen gleich, die Session ist eh in einer Minute vorbei. Oder diese Aufnahme. Dann gucken wir mal, was wir Neues an Cosplay finden und spielen das mal ein. Dann können wir uns auch halte ich auch für clever, muss ich ehrlich zugeben. Ja, das Silo-Display können wir uns dann auch noch einspielen. Wenn wir denn wollen. Ja, macht schon Sinn. Bin ich schwer dafür. Ja, ich auch. Schwer bin ich sowieso und dafür bin ich auch. Meine Leute haben es schon gehört, die halbe Stunde ist um. Ja, ich bin auch schon so weit, dass ich meine Aufnahme beendet habe. Ach, aus Versehen. Natürlich nicht. Ja, gut, liebe Leute, brauche ich ja jetzt hier nicht mehr offen sagen, deine Leute hören es ja eh nicht mehr. Genau, aber tschüss. Ja, genau, tschüss, genau, heute war Donnerstag, Samstag gibt es die nächste Folge, 16 Uhr, bis dann, ciao.